Hallo Leute, heute reden wir mal über Morsum Becheris. Das ist eine Autoimmunkrankheit. Diese Autoimmunkrankheit greift hauptsächlich die Gelenke und den Rückenmark an. Und diese Krankheit ist wie jede Autoimmunkrankheit, geht mal besser und mal schlechter für die Person. Wenn man jetzt nicht behandelt wird bei dieser Krankheit, bei dieser Autoimmunkrankheit, also bei Morsum Becheris, dann kann man früher oder später in Rollstuhl landen, weil man dann so steif ist, dass man halt dann eben nicht mehr so gut laufen kann, durch diese Krankheit halt. Diese Krankheit ist auf jeden Fall vererbbar und wenn man die richtige Therapiemaße halt eben angeht, dann kann man halt eben die Krankheit auch ziemlich gut aufhalte oder sogar ganz aufhalte. Aber mir rede jetzt erstmal vom darüber rede über die Symptome, was zum Beispiel auftreten kann, wenn man es hat. Die Symptome treten auf jeden Fall schleichend auf, also sehr, sehr langsam. Und meistens kommt das morgens vor, da ist so eine Morgensteifigkeit, die man dann zum Beispiel in den Rücken fühlen tut zum Beispiel. Das ist so eine Art Morgensteifigkeit und das sind halt eben die Symptome. Wenn man diese Krankheit eben hat, dann ist das zum Beispiel ein Merkmal, ob man es hat oder nicht. Und es gibt auch viele gute Methoden, wie man das aufhalten kann. Es gibt so eine Art Therapieform dafür. Darüber könnt ihr euch mal selber informieren. Oder Sport zum Beispiel ist auch eine gute Variante für das Rückenschmerz. Sport soll diese Therapie zwar nicht ersetzen, aber kann auch sehr, sehr gut dabei helfen, dass halt eben das ganze Rückenmark und die ganze Steifung deutlich weniger wird und deutlich zurückgeht. Durch halt eben etwas Sport, zum Beispiel etwas Laufe. Vielleicht Fahrrad fahre oder vielleicht schwimme sogar, halt lieber einfach Sport zu machen und gucke, was einem am besten liegt. Für diese Krankheit am besten rückzusteuern, damit man am Ende vielleicht sogar nicht im Rollstuhl landen tut oder noch Schlimmeres sogar. Und dann kann man die Krankheit auch eigentlich ganz gut überstehen. Wenn diese Krankheit bei einem nicht so stark ausgeprägt ist, hat man Glück. Aber wenn die bei einem stärker ausgeprägt ist oder halt eben nicht rechtzeitig die Therapieform bekommt, dann ist halt eben leider halt eben nicht so gut. Wenn ihr gerne mehr über diese Krankheit hier wissen wollt, könnt ihr sehr gerne in die Kommentare mal gerne mal ein paar Fragen stellen über diese Krankheit. Dann werde ich auch sehr gerne in mein nächstes Video beantworten. Dann sage ich mal, wir sehen uns bei das nächste Mal, Leute, und haut rein!